Kolleginnen und Kollegen, hiermit ist der 37. Bundesjugendkongress des ÖGBs unter dem Motto Deine Zukunft ist unsere Mission eröffnet. Seid herzlich willkommen! Nirgends gehe ich so gern hin wie zum Jugendkongress des ÖGB. So viel klasse Leute, so viel Energie, so viel Motivation, so viel Power. Warte, es tut gut. Ich bin heute da, damit ich mitgestalten kann. Ihr alle setzt euch für andere ein. Ihr engagiert euch in der Gewerkschaftsbewegung, damit alle gute Bildung, gute Ausbildung, gute Arbeit und wie es ja der ÖGB selbst immer so schön sagt, dass alle ein gutes Leben haben. Jede Zelle meines Körpers ist wieder, jede Körperzelle scheiße drauf. Wer dafür ist, bitte ein Zeichen mit der Delegiertenkarte. Die Jugend ist alles andere als politikverdrossen. Wir haben diskutiert, wir haben Anträge beschlossen, eben für eine bessere Zukunft der jungen Menschen. Eine sichere Umgebung schaffen für Frauen, weil sonst fährt der Scheiß nie auf. Das ist politisches Engagement auf höchster Ebene. Und das ist einfach schön zu sehen. Das gibt mir extrem viel. Na gut, dann verkünde ich euch heute das Wahlergebnis, wenn es unbedingt wollt. Gewählt mit 95,1%! Sie werden für uns Lehrlinge, für uns Jugendvertrauensräte kämpfen, für uns das Beste rausholen und die Lehre aufhören. Es wird an allen Fachgewerkschaftsgrenzen hinaus Zusammenarbeit und eine starke ÖG ausüben. Mein Name ist Richie Diefenbacher. Ich schaue aus wie 40, bin aber erst 23 Jahre alt. Ich stehe dafür, dass das Wir und das Miteinander in unserer Organisation wieder großgeschrieben wird.